YouTuber 9 fragt Pete Smeet: In welcher Situation auf einer Reise im Ausland hattet ihr am meisten Angst? Du meinst jetzt um meine Sicherheit oder wie? Habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gehabt. Es gab mal eine so eine komische Situation, wo ich damals, als ich mit dem Krieger in den USA war, da waren wir, wo haben wir denn da, in Los Angeles, irgendwo an der Tankstelle, und zwar nachts um 3. Und die Tankstelle war so unfassbar verrammelt. Als wir dann da wieder weg wollten, kam da so ein Typ angelaufen mit Trikot bis über die Knie, wo du aber trotzdem irgendwie sehen konntest, als der gelaufen ist, dass der vorne in der Hose eine Waffe stecken hat. Und da haben wir dann einfach die Biege gemacht. Der war ein bisschen seltsam, aber sonst... nie gehabt bisher. Ja. Schwierige Frage. So richtig Angst? Ich weiß nicht. Also ich bin noch nie in so eine Gangster-Situation gekommen oder sowas. Und klar, ich habe nach Afrika fast den Flug verpasst und wir haben da Wildtiere getroffen und ich habe da meinen Koffer verloren. Und in Australien war tatsächlich witzig, als wir da einfach stundenlang durchs Nichts gefahren sind und nichts gesehen haben, weil die anderen so weit vorgefahren sind. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich Angst ist. Das sind halt dann so nervöse Momente. Aber deswegen fällt mir gerade nichts Vernünftiges ein. Also am meisten unwohl gefühlt habe ich mich tatsächlich einmal nachts in L.A. Ist schon ein paar Jahre her und so weiter. Ist eigentlich auch gar nichts passiert. Wir sind einfach nur dunkel gelaufen, es war dunkel, es war komisch. Da lagen ein paar Obdachlose und irgendwie hatte ich das Gefühl, so Amerika schlägt halt komplett zu, war, und haut ihr voll auf die Fresse. Ist dann aber nichts passiert. Aber ja, hatte ich selbst in Tokio nicht. In Tokio wurde ich nachts durch einsame Gassen gelaufen, aber in Tokio, ja, könntest du auch einfach Geld und dein iPhone auf die Straße legen und wirst wieder kriegen. Tja, auf einer Reise ins Ausland, ich würde sagen, in jedes Mal im Flugzeug. Ganz einfach. Scheiß drauf auf irgendwelche anderen Sachen, immer Flugzeug. Ich glaube, das Schlimmste war tatsächlich Flugzeug, Flug nach La Palma. Es wurde angeflogen ein paar Mal. Man konnte nicht landen, weil es zu windig war. Deswegen mussten wir dann auf Teneriffa zwischenlanden. Die Geschichte kennen manche aber sicherlich schon von euch. Das war schlimm. Boah, da gab es ein Erlebnis. Mit meiner damaligen Freundin waren wir in Bulgarien. Und da waren wir schwimmen, das war im Herbst, war eigentlich keine Sau da und ja, war auch keiner am Strand quasi. Und wir sind ins Meer gegangen und es war ein bisschen wellig. Und dann waren wir im Meer und war cool und die Wellen waren auch lustig und dann wurden die Wellen immer mehr. Und wir haben gar nicht gemerkt, wie wir rausgetrieben sind. Und die Wellen wurden immer höher und größer und es wurde immer anstrengender. Und wir wären fast beide ersoffen, weil ich sie dann versucht habe zu retten, weil sie nicht mehr konnte und selber fast am Arsch war. Das war mega knapp. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Geht nicht ins Wasser, wenn da nicht andere Leute sind. Das war echt arschknapp. Ich habe fast den Löffel abgegeben.